So, und damit recht herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Patricia 2. So, mal gucken, was wir in Aalborg Schönes loswerden. Tatsächlich noch die ein oder andere pure Bier abladen und natürlich wieder Eisenwaren. Sehr schön. Mal direkt wieder ein bisschen mehr verkaufen. Wir haben momentan so eine große Menge noch an Bord. Genauso Fälle, da kommen wir auch gerade wie gerufen. Ironischerweise sinken unsere Preise damit automatisch. Hängt halt aber auch so ein bisschen mit den Eisenwaren zusammen. Je günstiger die Preise für die Produktion unserer Eisenwaren sind, desto günstiger wären natürlich auch die Fälle. Weil halt beide Waren miteinander zusammenhängen. Und Getreide können wir tatsächlich auch ein bisschen hier lassen. Wunderbar. So, wie sieht es denn bei Fleisch aus? Ja, Fleisch können wir euch mal mitnehmen. Wenn wir mal gucken, dass wir vielleicht nebenbei nochmal einen Auftrag für die Hanse machen. Wie gesagt, auch wenn wir momentan Geld verlieren, aber das ist halt nur unser Bargeldbestand. Nur unser Unternehmenswert wird trotz all dem ganz gut wachsen. Wunderweise brauchen die gerade Unmengen an Eisenwaren. Weiter in die Stadtmauer schon wieder. Würde mich jetzt tatsächlich gar nicht wundern, wenn die vielleicht die Stadtmauer gerade schon wieder erweitern. Ich glaube, da werden wir sämtliche Eisenbahnen gerade los. Gut für uns, dann können wir gleich unsere Bargeldbestände wieder ein bisschen auffüllen. Ja, hier können wir tatsächlich unsere gesamten Eisenvorräte verkaufen. Ja gut. Ein bisschen was an Fellen können wir auch verkaufen. Können wir sogar ein bisschen weiter runtergehen. Ne? Wir sehen ja, unser Produktionspreis ist momentan ganz niedrig. Ja, ja komm, laden wir hier mal ein bisschen was ab. Getreide können wir auch ganz gut loswerden. Haben wir einen guten Zuliefererstandpunkt für Reichshafen mit Star Venture tatsächlich geschaffen, wie mir scheint. Ne? So, Holz rüber und Salz rüber. Dafür nehmen wir dann mit Felle. Unsere Eisenbahnen sind momentan alle verkauft, das ist gut. Anfangen wir momentan auch. Das sieht ganz stabil aus. Das sieht momentan eigentlich ganz stabil aus. So. Man nimmt uns das immer noch ganz schön übel mit der Stadtkasse, habe ich das Gefühl. Ne? Wir tauchen gar nicht mehr auf in der Statistik für die Bürgermeisterwahl. Das hat man uns ein bisschen übel genommen. So, wir haben auch schon lange nichts mehr gespendet, fällt mir gerade auf. Ne? Bauen wir mal den Stadtschatz wieder aus. So, beten können wir auch mal wieder. Sollten wir jetzt auch ab und an mal wieder machen. Nicht, dass die mal wieder auf die Idee kommen, uns mal wieder eine Anklage an den Hals zu hetzen. Von wegen, wir sind hier Satans-Anhänger oder irgendwie so. So, das dürfte auf jeden Fall wieder ein klein bisschen was gebracht haben für unseren Ruf. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel gebracht hat. So, zwei Kinder haben wir auf jeden Fall schon mal. Wenn wir mal gucken, was die Bilanz aktuell sagt. So, Kontorverwalter haben wir drinne. Ja, wir machen 100.000 Minus. Ne? Das sind hier allein aber auch schon die Lohnkosten. Wir haben halt massiv viele Betriebe, die wir hier unterhalten müssen. Lohnkosten und Grundsteuern. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ne? Theoretisch gesehen müssten sich aber zumindest bei
Bei den Fleischereien müssten sich auf jeden Fall die Lohnkosten komplett decken. Ne? Da müssten wir sogar Gewinne machen. Wo ich so ein bisschen die Vermutung habe, was unsere Lohnkosten so ein bisschen reinreißt, sind die, die Fellproduktionen. Aber da verkaufen wir nicht wirklich viel. Ich glaube, da haben wir eine leichte Überproduktion geschaffen. Wenn wir das mal angucken, an die Stadt können wir es nicht verkaufen. Dadurch landet hier so viel in der Stadt oder in unserem Lager. Ne? Das ist natürlich ein leichtes Problem. Das ist natürlich ein leichtes Problem. Und die hatten wir auch alle verkauft. Zwei Stück haben wir aktuell, glaube ich, noch, ne? Betriebe dieses Typs ist 4. Okay, wir haben 4 Stück. Gesamtkosten pro Woche 20.000. Wir können mal rumgucken, was der Rest so kostet. 21.000 für Eisenwaren. Die werden wir allerdings alle los. Oh. Wir haben noch Eisenschmelzen hier stehen. Warum haben wir denn Eisenschmelzen hier noch stehen? Ach so, was hier produzieren sich gerade, ne? Eisenerz. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, sehe ich gerade, ne? 3 Stück haben wir davon. Das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Kostet uns 10.000 pro Woche. Und wir produzieren Eisenerz ja massiv viel in Riepen. Würde ich fast sagen, wir trennen uns von denen mal. Eine Jagdhütte können wir hier ruhig auch noch versteigern. Hier oben steht eh so ein bisschen außen vor. Beziehungsweise wir reduzieren mal. Wir setzen mal auf 2 runter. Das reicht, denke ich, auch erstmal. Kann die Kosten erstmal wer anders tragen. So, dann müssen wir mal gucken, wo unsere ganzen Schmelzen angeblich stehen. Eine haben wir hier. Tja. Eigentlich müsste ich wissen, wo unsere Schmelzen hier noch sein sollen. Ach, die hier werden das sein, ne? Ah ja. So, dann versteigern wir die Schmelzen hier mal. Hm. Macht ja nicht wirklich Sinn. Wir haben ja gesehen, wie viel Eisenerz wir in Riepen rumliegen haben. Ne? Das macht dann natürlich nicht so viel Sinn. Nur weg damit. Alles, was überflüssig ist, werden wir erstmal unter den Hammer bringen. Dann können wir auch gleich unsere Ausgaben wieder ein bisschen reglementieren. So, dann scheinen wir aktuell nur noch Dings zu haben, ne? Nur noch Fell. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Ich will mal gucken, was die Stadtkasse sagt. Aber können wir, glaube ich, nicht mehr einsehen. Ne, nee, können wir nicht mehr einsehen. Aus gutem Grund wahrscheinlich haben sie uns die Einsicht in die Stadtkasse verwehrt. Oh, wir sind wieder drinnen, ne? Bisschen was hat sie gebracht. Cool. Ein bisschen was hat es gebracht, tatsächlich. So, dann gucken wir gleich mal. Wir dürften auf jeden Fall unsere Mieten wieder ein bisschen runtergehen. So, dann gucken wir mal. Wolle ist hier immer noch ziemlich günstig. Wie gesagt, dann bauen wir lieber die Betriebe aus, wo wir automatisch mit Verkauf direkt in der Stadt die Sachen auch loswerden. Als die Sachen, die wir jetzt manuell hier durch die Gegend karren müssen.
Das macht hier dann nämlich ein bisschen mehr Sinn, denke ich. Ist alles noch relativ teuer. So, ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir gerade keine Eisenwaren haben. Wenn wir eins machen, wir werden mal nach Stockholm segeln. Belagerung in Riga. Na gut, das kümmert mich nicht wirklich. So, marodierende Söldner ziehen raubend und mordend durch die Lande Richtung Riga. Hier. So, hier werden wir auf Gott sei Dank wieder vernünftig unsere Fälle mal los. Gucken wir gleich mal, ob wir im Gegenzug was mitnehmen können. Na, hier können wir ein bisschen Hanf mitnehmen. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, der Rest ist schon wieder ein bisschen deutlich teuer irgendwie. Jetzt zur Zeit sind ziemlich wenig Nebenaufträge in den Kneipen irgendwie. Bisschen wenig, was wir tatsächlich machen können. Oh. Hämmer Hanf nehmen wir hier nochmal mit. Oh, hier sind ironischerweise die Eisenwaren ein bisschen teurer geworden. Ich hätte gar nicht so mit gerechnet. Aber die Waren aus Starvenger können wir tatsächlich ganz gut verkaufen. Hätte ich gar nicht erwartet. Tatsächlich ziemlich cool. Hm, gleich mal wieder was für die Gesundheit tun. Ah, so ein Bad tut doch gut. Wieder rumplanscht da drin. Er spielt unsere historischen Seegefechte nach. Kleinen Holzbooten. So. Hätte ich tatsächlich zum Anfang auch nicht gedacht, dass sich Stockholm so ein bisschen erübrigt. Ne? Da hat man so großartig Pläne eigentlich für eine weitere Eisenproduktion, aber hat sich nie wirklich ergeben. Musste man tatsächlich nie wirklich drauf zurückkommen. So, dann gucken wir gleich mal. Machen wir nochmal einen Abstecher nach Riga. Weil in Riga die Belagerung auf uns zukommt. Oder auf die Stadt, nicht auf uns, sondern auf die Stadt. Werden die oder brauchen die natürlich jetzt erstmal Eisenwaren für die Verteidigung. So, hier werden wir auch wieder ein bisschen was von unseren Sachen los. So, ein bisschen Hanf können wir auch direkt nochmal mitnehmen. Das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt unsere Fellproduktion ein bisschen reduzieren, verbrauchen wir noch weniger Hanf pro Tag. Das heißt, die paar Fass oder die paar Packen, die wir kaufen, reichen dann dementsprechend natürlich noch länger. So, wo will denn der hin? Nach Rival. Machen wir mal. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne Eskorte, ne? Ja. Haben wir tatsächlich eine Weile nicht mehr gehabt. Nehmen wir gleich nochmal Eisenwaren mit. Hätte uns natürlich jetzt mehr gebracht, wenn wir ein klein bisschen gewartet hätten. Und wenn wir dann den Piraten vor Ort vernichtet hätten. Ironischerweise ist es momentan ziemlich ruhig, generell was Piraten angeht. Ne? Hier waren die Preise für Hanf gar nicht mal so dolle schlecht. Eisenbahn werden wir direkt wieder los. Ironie, ich hatte eigentlich gerade ein paar auf Vorrat gekauft, damit wir für Bauprojekte wieder ein bisschen was haben. Aber für die Preise sind wir so direkt wieder losgeworden.
So, wir müssen mal durchgucken. Wir hatten irgendwo, glaube ich, schon einen Standort, wo wir Hanf produzieren konnten. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir irgendwo sogar schon einen Standort hatten. Hier könnten wir nochmal Tuch produzieren. Tja, oder ich hatte mich da geirrt. Oslo vielleicht? Nee. Tja, jetzt haben wir überall mal geguckt. Ja, wobei bei der geringen Anzahl an Hanf, die wir hier verbrauchen, würde es sich, glaube ich, auch nicht groß rentieren, dafür extra einen Betrieb zu bauen. So, Lohnkosten sind schon ein bisschen runtergegangen, möchte ich mal meinen. Mit zusätzlich angemieteten Lagerraum. Okay. Ich nehme mal an, das wird wieder ein Riepen sein. Nee, ironischerweise nicht in Riepen. In Oslo vielleicht? Ah ja, in Oslo. Na ja, gut, da können wir gegensteuern, indem wir hier einfach nochmal ein Lagerhaus bauen. Oder auch nicht, weil Eisenbahn fehlen. Na ja, gut, dann müssen wir erst nochmal Eisenbahn holen. Dann müssen wir erst nochmal Eisenbahn auftreiben. So, der Rest ist wieder zu teuer. Ah, der Rest ist wieder zu teuer. Einmal Wolle können wir ja mal mitnehmen. Oh. Erstaunlich jetzt aber, dass wir tatsächlich mal ein bisschen Wolle über hatten. Hätte ich jetzt nicht mit dir gerechnet, wenn ich ehrlich bin. So, verschachern wir auch hier gleich wieder ein bisschen. Ja, die Wolle werden wir sogar hier los. Aber Preise für Eisenbahn sind immer noch relativ hoch irgendwie, ne? So, dann haben wir hier erstmal genügend Hanf. Das ist schon mal gut. Eisenbahn haben wir auch wieder Überproduktion. Wunderbar. Ansehen durfte wieder. Oh, Ansehen ist ironischerweise gestiegen. Hm? Stadtinfo. Trotz alledem sind wir nur auf Platz, im letzten Plätzchen. Hauptsteuer ändern. Haben wir aktuell immer noch 0%. Bin ja mal gespannt, wann die KI mal die Steuer wieder anpassen. Bin ich mal gespannt, ob und wenn ja, in welcher Höhe die angepasst wird. So, gut, dann würde ich fast sagen, wir segeln dann direkt mal weiter. Das Notwendige haben wir hier erledigt. Dann schnappen wir uns in Oslo gleich wieder Baumaterial und dann setzen wir wieder weitere Gebäude in Starvenger. So, gucken wir gleich mal. Hier ist momentan alles zu teuer. Ja, leider Gottes. Leider Gottes nicht günstig. Er will nach Danzig. Na gut, das ist mir ein bisschen zu. Es wundert mich tatsächlich echt ein bisschen, wie passiv die Piraten momentan sind. So, eine Jagdhütte für 29.000. Wow, für 11.000 hatten wir die angeboten, ihr habt, ne? Da hat sich aber einer drum gerissen, die zu kaufen. Krasse Sache. Krasse Sache. Ich glaube, dann werden wir da auch ruhig mal noch ein paar bauen und die danach wieder versteigern. Das sollte für uns dann nämlich ein bisschen interessant werden.
Dann können wir gerade ganz gut Bier einkaufen, ironischerweise. So, haben wir noch irgendwas? So, dann werden wir unsere eigenen Waren natürlich wieder mitnehmen. Ja, Holz und Ziegel. Dann werden wir uns mal auf den Weg Richtung Starvenger wieder machen. Das allerdings erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Ihr kennt das Spiel, wieder fleißig das Däumchen drücken. Unterstützt gerne bis zum Schluss weiter dieses Projekt, würde mich tierisch freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es hier weitergeht mit Patrizia 2. Bis dahin immer eine Handbreite Wasser unter. Ciao, ciao.